werde ich Ihnen die Antwort auf dieses Billettchen bringen. Da halten wir uns weiter. Hier ist er. Wissen Sie, was darin steht? Sie haben keine Ahnung, wie neugierig ich bin, es zu erfahren. Also wenn es ein Brief voller böser Worte ist, so hätte ich Angst, dass ich als Botenlohn Ohrfeigen kriege. Wer weiß, von Liebe steht kaum etwas darin. Also, dann übernehme ich keine Verantwortung. Ich werde ihn nicht hineintragen, wenn ich nicht weiß, was darin steht. Naja, also man könnte ihn ja öffnen, aber man müsste ihn auch wieder verschließen. Nun, für das Briefe öffnen und vor allem für das Briefe verschließen, da bin ich der rechte Mann. Machen wir ihn also auf. Können Sie denn lesen? Ja, ein bisschen. Sie lesen gewiss sehr gut. Ja, aber ich lese auch nur ein wenig. Lesen wir also. Das Wichtigste beim Briefe öffnen ist, dass man mit Vorsicht herangeht. Was haben Sie gemacht? Nichts. Ich habe das Geheimnis, alles wieder in Ordnung zu bringen. So. Vorwärts, lesen Sie! Gut. Lesen Sie zuerst. Die Handschrift Ihrer Herrin können Sie sicherlich besser entziffern. Ziffern. Wozu haben wir ihn denn dann aufgemacht? Ruhig. Versuchen wir es noch einmal. Etwas verstehen wir schon. Ja, auch ich kann jetzt ein paar Buchstaben erkennen. Ja, einer nach dem anderen. Also das ist doch ein M. Keine Spur, das ist ein R. Zwischen M und R ist kein großer Unterschied. Ricotta! Nein! Rio! Rio? Ria? Ria! Es heißt Ria! Ria! Nein! Steh! Es ist doch ein M. Es heißt Mia! Es heißt Mia! Nein! Es heißt nicht Mia, sondern Mio! Nein, da ist doch ein Schwätzchen dran! Ja, deshalb heißt es ja Mio! Was machst du denn hier? Ich bin Sie suchen gegangen. Was willst du von mir? Meine Herrin sucht Sie. Was ist das für ein Papier? Das? Oh, das ist nur so ein Blatt. Jetzt mir. Sehen Sie doch, Signor Pantalone. Ein Billett von Fräulein Clarisse, der sie mich vor der tollen Eifersucht des Herrn Silvio warnt. Und dieser Alunke öffnet ihn. Und du bist die Dritte im Bunde. Nein. Wer hat den Brief geöffnet? Also ich nicht. Und ich noch weniger. Wer hat ihn gebracht? Truffaldino sollte ihn seinem Herrn bringen. Oh, und Sverraldina hat ihn Truffaldino gegeben. Der Angeber. Ich bin ihm gar nicht mehr gut genug. Du Klatschbase. Du naseweißes Mädchen. Da hast du was Schönes angerichtet. Ich weiß nicht, was mich davon abhält, dir eine Ohrfeige zu geben. Was? Mir eine Ohrfeige verpassen wollte auch noch niemand. So wagst du, mir zu antworten. Fassen Sie mich nicht an. Es gibt eine Grenze, die auch Sie nicht überschreiten dürfen. Ich werde dir schon zeigen, ob ich es überschreiten kann. Ich werde dich schon noch erwischen. Aus der Schlinge ziehen kann.
wegen der Eifersucht von Silvio. Es wird notwendig sein, dass ich mich entdecke und sie tröste. Ich glaube, er sieht mich nicht. Ich will mich davonschleichen. Woher gehst du? Ich bin noch da. Warum hast du den Brief geöffnet? Ich weiß von nichts. Smeraldina hat es getan. Was, Smeraldina? Du warst es, Schurke. 1 und 1 sind 2. Du hast mir an einem einzigen Tag 2 Briefe geöffnet. Komm her. Barmherzigkeit, Herr. Komm her, sag ich. So haben Sie noch Mitleid. Au! Smeraldina! Da hast du Lump. Das wird dich lehren, Briefe zu öffnen. Oh. Corpo di Bacco! So prügelt man Leute von meiner Art! Ein wie mich prügeln! Diener, mit denen man unzufrieden ist, die schickt man weg, aber man prügelt sie nicht! Was sagst du da? Oh, hallo Herr! Man prügelt doch nicht Diener von fremden Herren! Das ist eine Beleidigung, die auf den eigenen Herrn zurückfällt! Ja, das ist eine Beleidigung für mich! Wer war der Knecht, der dich so geprügelt hat? Ich weiß es nicht! Ich kenne ihn nicht! Warum hat er dich so geprügelt? Weil ich ihm auf den Schuh gespuckt habe. Du lässt dich deshalb so prügeln, ja? Du wehrst dich nicht und verteidigst dich nicht einmal. Du setzt jetzt deinen Herrn öffentlich der Beleidigung und Demütigung aus! Du bist ein Esel! Ein Feigling! Wenn es dir Spaß macht, geprügelt zu werden, so will ich dir den Gefallen gerne tun. Du sollst noch eine Tracht Prügel bekommen. Also nun kann ich wirklich behaupten, dass ich ein Diener zweier Herren bin. Von beiden habe ich meinen Lohn einkassiert. So, was ist jetzt zu tun? Der erste Herr ist ausgegangen, der zweite schläft. Ah, vielleicht ist es an der Zeit, die Kleider ein wenig zu lüften.
Ich will die Koffer holen und sehen, was daran zu machen ist. Ich werde mir bei den Koffern helfen lassen. Hey, Kellner! Was willst du? Mein Herr ist ausgegangen und hat mir befohlen, die Kleider zu lüften. Und ich bräuchte Hilfe beim Tragen der Koffer. Geht mit ihm und helft. Wenn mein Herr wiederkommt, können wir uns das Trinkgeld teilen. Gehen wir zuerst da dort hinein. Das ist ein sehr geschickter Diener. Arsch bei der Hand. Sehr aufmerksam. Und aufgeweckt. Aber irgendeinen Fehler wird er doch haben. Ich war ja auch in Privathäusern und weiß, wie man es macht. Aus Liebe plagt sich keiner. Man plagt sich, um den Herrn zu betrügen. Oh, das ist ein Frauen zu erschleichen. Ja, so. Diesen Koffer stellen wir dorthin. Sehr brav. Nun kommt mit in das andere Zimmer. Aber pst, dort schläft mein anderer Herr. Entweder ist der Mensch ein ganz großer Erdmann oder ein Schurke. Zwei Herren gleichzeitig so zu bedienen, das hat die Welt noch nicht gesehen. Ich will wahrhaftig ein wenig aufpassen. Denn ich möchte nicht, dass unter dem Vorwand beiden Herren zu dienen, sie eines Tages ausgebaut. So. Langsam, langsam. Gut. Diesen stellen wir dorthin. Nun, wenn ihr jetzt gehen wollt, so geht. Vorsicht, in die Küche. Brauchst du doch etwas? Meine Angelegenheiten besorge ich selbst. Was du nicht sagst. Ja, der ist ein Kerl. Wenn er so weitermacht, kriege ich fast Respekt vor ihm. So, jetzt will ich langsam und in Ruhe auspacken. So, ich habe ja auch beide Schlüssel. Aber welcher Schlüssel passt zu welchem Koffer? Ich werde probieren. Ha! Hab ich's nicht gleich gesagt? Ich bin doch der klügste Mensch der Welt. Beim anderen wird's mir nicht anders gehen. So. Wer sagt's denn? Endlich. Beide sind offen. So. Jetzt nehmen wir einmal alles heraus und sehen, was daran zu machen ist. Hier haben wir einen schwarzen Anzug, einen roten Anzug, ein Buch und eine Taucherbrille. Hier, weiterer Anzug, eine Wolldecke, eine Schatulle, ein Schal, ein weiterer schwarzer Anzug und noch ein Buch. So, wollen wir doch mal sehen, ob sich in den Taschen der Anzüge nicht bei Kohli oder sonstige Süßigkeiten verbergen. Nein. Nichts. Schade. Halt. Was ist denn das? Ein schönes Bild. So ein hübscher Mann.